So, meine Freunde, die nächsten Herzteile stehen an. Ich hoffe, das hat jetzt nur kurz geleckt. Ja, es hat nur kurz geleckt. So, die nächsten Herzteile stehen an. Ich habe 15 Minuten Zeit, wieder ein bisschen was zu sammeln. Und ich werde jetzt in den Sumpf gehen. Wie gesagt, die Minispiele kommen so gut wie am Schluss. Die schneide ich dann so ein bisschen zusammen. Ja, jetzt laggt es ein bisschen. Ich muss in den... Die Sümpfe des Vergessens erstmal. So. Ja, im Pausenmenü laggt es ein bisschen. Aber das ist nicht schlimm. Das können wir verkraften, ne? Sag ich jetzt mal. Können wir einfach verkraften. Also. Wo finden wir hier in den Sümpfen des Vergessens Herzteile? So, ich wette, dass das nächste, was ich jetzt gleich mache, nicht jeder kennt. Aber einige dürften diesen Trick kennen. Und ich hoffe, dass euch mein Herzteil-Counter, den ich eingefügt habe, soweit gefällt. Weil ich fand das eine coole Idee, den einzubauen. Und ja, so erstmal verschaffen wir uns hier ein bisschen Luft. Und geh weg. So, ich brauche ein paar Pfeile. Also, ich brauche ein paar Pfeile. Die finden wir hier irgendwo in den Büschen. Ach, geh weg. So, ich brauche jetzt den Pfeil und den Bogen. Ja, jetzt laggt's wieder, aber das ist nicht schlimm. Das liegt daran, dass ich wieder am Rechner mehrere Sachen gleichzeitig mache, aber solange es den Spielfluss nicht beeinflusst, ist das nicht schlimm. Alles klar, hier geht's auf den Baum hinauf, denn auf dem Baum da ist was drauf. Und zwar das nächste Herzteil. Ich habe jetzt nicht mehr mitgezählt, deshalb... Ne? Ist ja auch egal. Von hier aus schießen wir jetzt einfach mal Tingle ab und warten einfach die Zeit mal ab. So, Tingle getroffen. Der kann schreien, ohne den Mund aufzumachen. Ich finde das so toll. So, wir wollen aber nicht mit Tingle reden, sondern ihm... ein Schnappschuss geben. Ich sollte aufhören zu reimen. So. Denn wie ihr wisst, bekommen wir ein Herzteil, wenn wir ein Bild vom Deku-König machen. Oder aber auch, wenn wir ein Bild von unserem Freund Tingle machen. Von Tingle, diesem Truggle. Und das haben wir jetzt gemacht. Bevor wir hier jetzt weitermachen mit dem Deku, mit dem Bild von Tingle, geht es nun erst einmal hier die Leiter hoch und dann reden wir mit diesem Typi hier. Danke, ich verkaufe Wundererbsen, ich will ein Glück an einem anderen Ort versuchen. Du weißt, was ich meine? Ja, klar weiß ich, was du meinst. Hier, geh doch in die Stadt. In der Stadt, kannst du viel besser Wundererbsen verkaufen. Auch an Menschen, mein Freund. Auch an Menschen. Ich gehe jetzt in die Stadt. Den Rest überlasse ich dir. Oh, dankeschön. Zu gütig. Der verschwindet jetzt. Damit wird die Deku-Blume frei. Oh, Leute, sorry. Ich muss die ganze Zeit aufstoßen. Damit wird die Deku-Blume frei. Wir können in diese Deku-Blume reinschluppen und können da oben das Herzteil holen. Dümm. Dümm. So, holen wir uns einfach mal die Deku-Maske, hä? Ja, sorry, dass das im Pausenmenü gerade so laggt, aber das ist ja nicht schlimm. Hier oben holen wir uns das nächste Herzteil. Ich zähle jetzt einfach mal, wie viele Herzteile wir in diesem Part sammeln. Das ist jetzt Nummer 2 in diesem Part. Ja? Und Nummer 3 folgt zugleich. Alles klar. Verflucht, wo ist er bloß? Dieses verwöhnte Balg schwänzt schon wieder die Schule. Ein Kind seines Alters hat gefälligst nicht nach Feen zu suchen. Oh, willkommen. Zeig mir doch mal das Bild, das du geschossen hast. Ja, hier. Guck mal, das ist der Tingle. Was? Das ist mein Sohn. Beschäftigt er sich noch immer mit diesem Schwachsinn? Ah, wie erniedrigend, dieser Kerl. Das ist mein Sohn. Wie kann man sich in seinem Alter noch so kindisch aufführen? Vielleicht habe ich ihn zu sehr verwöhnt, aber er ist wirklich ein gutherziges Kind. Herzlichen Dank für all die Mühe. Dies ist nur ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit.
Pam, pabadada. So, wir haben das dritte Herzteil in diesem Part. Ja, und wie gesagt, wir können auch ein Bild vom Deku-König abgeben. Geben wir jetzt ein Bild vom Deku-König ab, dann bekommen wir 100 Rubine. Nein! So, und damit ich nicht zweimal in den Wald muss, um dieser ollen Schachtel zu helfen, kaufe ich mir jetzt ein rotes Elixier oder mache ich mir ein blaues? Ich mache mir ein blaues. Boing, boing, boing. Boing, 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 boing. Boing, boing, boing. Ich mache mir ein blaues Elixier. Dafür brauche ich die Maske der Düfte. So, und eine Flasche. Nicht zu vergessen. Eine Verlatsche. Von Versace. So, jetzt haben wir die Flatsche von Versace und haben einen Pilz hinein getan. So. Ab zur Fee, wollte ich gerade sagen. Ab zur Hexe. Nüp, nüp, nüp. Mache ich 20-minütige Parts? Komm, ich mache 20-minütige Parts. Ich weiß nämlich jetzt nicht, wann ich angefangen habe aufzunehmen. Machen wir dann einfach bis 40, dann ist okay. Oh, Foxy. Oh, Foxy. Oh, Foxy. So. Meine Tränke wirken gut. Hier. Mit der Hexe sprechen. Oh, wenn ich nur einen von diesen duftenden Pilzen hätte. Ich hoffe, die nimmt auch den blauen Trank. Oh, welch ein Bouquet. Danke, dass du ihn für mich gesucht hast. Ich konnte sie einfach nirgends finden. Das hat mich tatsächlich in einen Lieferengpass gebracht. Ich kann damit etwas zubereiten. Komm später nochmal wieder. Oh ja, wir können hier im Sumpf so viele Herzteile sammeln, Leute. So viele Herzteile. Oh, schön. Magieladen zur alten Schachtel. So. Hui. Ha, meine Tränke wirken gut. So, was? Du willst ein blaues Elixier? Da du mir einen Pilz gebracht hast, sollst du eine Portion gratis bekommen. Yay! Setz es mit C ein, um sowohl deine Energie als auch deine Magieanzeige wieder aufzufüllen. Du kannst das Elixier in einer leeren Flasche aufbewahren. Aber nächstes Mal musst du dafür bezahlen und bitte verpetz mich nicht bei Kuhm. So, und die Kuhm, die müssen wir jetzt retten. Das ist wichtig, dass wir die retten. Sonst haben wir später mit einem Herzteil Probleme. Herzteil. Wie ich das ausspreche schon wieder. Herzteil. Mach doch mal. Mach doch mal. Ach, geht doch. Sammeln wir mal ein paar Pfeile ein und noch ein paar Peanuts. Rubine. Ah, zwei Rubine. Mein Leben ist erfüllt. So. Oh Gott. Oh goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Du mir folgen. Oh, ich bin ein Affe. Ich laufe durch den Wald und verwirre dich. Warum? Weil ich's kann. Ich geh da lang. Du gehst mir hinterher. Ja, ich geh dir hinterher. Dann beeil dich mal. Alter, willst du mich verarschen? Und ich bin immer noch nicht getroffen worden. Jetzt geht's aber geradeaus, ne? So, und dann müsste es nach links gehen. Komm, geh mal voraus. Ja, jetzt geht's nach links und dann müsste er schon da sein. Ne, noch nicht ganz. Jetzt geht's nochmal nach links. Ich bin schneller als du. So. Au, oh, hilf mir. Ja, reden. Ich habe gerade nach Pilzen gesucht, als ich plötzlich hinterrücks ins Übel gezogen kam. Dieses nervige Horrorkind hat es etwa geglaubt, ich würde es hinter dieser Maske nicht erkennen. Oh, au, wer hätte gedacht, dass so etwas passieren würde. Und jetzt liege ich hier und kann mich nicht bewegen. Du, hast du denn nichts dabei, was Energie wiederherstellt? Ja, guck mal hier. Ah, die Farbe, der Duft, das ist eindeutig Kotakis. Nimmst du bitte ein Glas und trinkst nicht aus meiner... Alter. Muss ich jetzt extra meine Flasche ausspülen? Oh, ich fühle die Energie in mir. Kuhm ist wieder da. Jawohl. Das sind übrigens original die Hexen aus Ocarina of Time. Du hast mich gerettet. Ich veranstalte Bootsfahrten durch die Sümpfe. Du hast dir gerade eben eine Freifahrt verdient. Ja, danke. Danke. Echt, die werde ich auch gleich mal in Anspruch nehmen, die Freifahrt.
Ich sagte gleich. Wobei, ich mach das anders. Ich gehe jetzt erst in den Dämmerwald. So. Da können wir jetzt ein Herzteil vorbereiten. Innerhalb der nächsten 10 Minuten. Ein Herzcontainer holen und ein Herzteil holen. Toll, oder? Ich bin einfach gut. Ich bin einfach gut. So. Nehmen wir die Deku-Maske. Die Kuhmaske. Und lasst mich mal überlegen, wo das Herzteil ist. Ich glaube da hinten. Habe ich Deku-Nüsse dabei? Nö, natürlich nicht. Das heißt, wir müssen jetzt tierisch aufpassen. So. Oder wir machen es einfach so. Darüber und weiter. Ja, da hinten ist das Herzteil. Au! Boing. Du bist ein Arsch. Ne? Weißt du das, dass du ein Arsch bist? Du da. Natz mich nicht. Bäm, Junge. Und da hat's gelaggt. Aber böse. Bäm, Junge. Ja, nicht runterfallen. Nicht runter. Okay, das mit den 7 Minuten jetzt noch wird ein bisschen eng. Ganz so lange will ich die Parts nämlich auch nicht gestalten. Bäm. Geht tot. Nein. Geh da rein. Bäm. Alles klar. Ab auf den nächsten Baumstamm. Nicht treffen lassen, sondern aufpassen. Ja, hätten wir jetzt ein paar Deku-Nuts, müssten wir uns nicht so natzen lassen. Haha. Nein! Nein! Egal. Okay. Dann nicht. So, ich hasse diese Steuerung mit dem Emulator. Und zack. 1, 2, 3, 4. So, Herzteil Nummer 4. Jetzt geht's ab in den Tempel. Das kürzen wir jetzt ein bisschen ab. Und ab in den Tempel. So. 5 Minuten, um... Ah, das wird knapp. Das wird echt knapp. Nee, so. Ah ja. Dann machen wir das geringfügig anders. Dann werde ich jetzt erst Odolwa besiegen. Dafür werde ich nicht lange brauchen. Denn ich habe ja die Maske der grimmigen Gottheit. Na? Ja, habe ich. Danach werde ich im nächsten Part nochmal in den Dämmerwald-Tempel reingehen und das nächste Herzteil vorbereiten, weil das ist dann doch schon ein bisschen schwieriger mit dem einen Herzteil. Das ist wie mit den Dekus. Das musst du Stück für Stück machen. Und es ist Gott sei Dank nichts Zeitgebundenes, aber naja. Ach ja, und im nächsten Part können wir dann auch das Herzteil in... bei den Zoras, bei den Dekus holen. Was passiert nun? Du, der du mein Vermächtnis trägst. Kehre zurück zum heiligen Ort, um mir gegenüberzutreten.
kehre zurück zum heiligen Ort, um mir in den Arsch zu treten. Ja, das werde ich gerne machen. So, jetzt wird am Anfang jedes Tempels dieses Licht erscheinen und wird uns zum Bossraum befördern. Ich werde schon mal die Maske der grimmigen Gottheit auswählen und möchte gerne in die Höhle des Wächters. So, und diesmal ist der Endboss aus zwei Gründen einfacher. Wir haben doppelt so viele Herzen, wir haben sogar viermal so viele Herzen, wenn wir die weißen Ränder Vinjas Schutzschild um die Herzen mitzählen. Und noch die Maske der grimmigen Gottheit. Und guckt's euch an. Die Badass-Maske. Ganz am Ende werde ich übrigens nochmal für euch den Endboss besiegen, ohne die Maske der grimmigen Gottheit. Im Let's Play haben wir es mitgesehen, jetzt sehen ihr es ohne. Willenloser Dschungelkrieger Odolba. So, das ist ganz einfach. Autsch. Plus 4 Herzteile. Guck mal, wir stehen genau im Herzcontainer drin. Yay! Und Link freut sich mehr, wenn er den Herzcontainer bekommt. Hat er eigentlich auch eine geniale... Leider nicht. So. Leider hat er keine geniale Wirbelattacke. Wobei, das mit den, mit dem Herzteil vorbereiten können wir auch später noch machen. Weil ich habe jetzt noch 2 Minuten, das reicht theoretisch noch, um ein Herzteil zu holen. Theoretisch. Praktisch sieht das anders aus, aber wisst ihr was, ich werde den Part jetzt doch beenden. Den Rest machen wir alles im nächsten Part. Ich werde dann auch jetzt hier den Dialog überspringen, ne? Ist klar. So, Freunde. Das war's von mir. Euer Nightfox Let's Search Herzteile Part 3. Beim nächsten Mal wieder live dabei.